Willkommen beim Tutorial für die Kartoffelplätzchen. Die Zutaten: Kartoffeln, Mehl, Schinkenwürfel, Eigelb, Zwiebel, Muskat hier in der Reibe sowie Salz und Pfeffer. Als erstes stampft ihr eure Kartoffeln. Zum selbstgemachten Kartoffelstampf gebt ihr jetzt die Zwiebel. Muskat. Salz und Pfeffer. Außerdem die Schinkenwürfel. Das Mehl. Und schließlich das Eigelb. Per Hand vermischt ihr jetzt alle Zutaten zu einem glatten, Kartoffelbrei. Gebt euren Kartoffelteig auf eine Unterlage oder Arbeitsfläche. Aus ihm formt ihr jetzt eine längliche Rolle. Mit einem großen Messer schneidet ihr die Kartoffelrolle in etwa 12 gleich große Scheiben. Wow. Ich liebe meine Nachbarschaft. Die einzelnen Teile könnt ihr von der Rolle nehmen und nochmal nach Belieben nachformen. In einer Pfanne erhitzt ihr jetzt ein wenig Bratbutter. In die heiße Butter gebt ihr jetzt eure Kartoffelplätzchen und bratet sie darin von beiden Seiten je 2 bis 3 Minuten, bis sie goldbraun sind. So sehen die fertig gebratenen und angerichteten Kartoffelplätzchen dann aus. Ich wünsche euch einen guten Appetit.